Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play hier auf dem Channel. Wir spielen The Long Dark, die lange Dunkelheit oder auch die ewig währende Dunkelheit. Wir spielen die Sandbox Alpha Version V1.1.9, ist also gerade eine Alpha Version im Early Access. Könnt ihr auf Steam mal nachschauen, wenn ihr das mögt. Programmiert schon seit 2012 von Hinterland Studio INC. Und da es eine Alpha-Version ist, können wir leider nicht die Story-Version spielen. Die gibt es leider nicht in der Alpha. Deswegen starten wir durch mit der Sandbox-Version. Noch ganz kurz ein, zwei Worte. Alter, ist das laut. Es ist so windig hier. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Survival-Game. Allerdings spielen wir bei DayZ ja zum Beispiel gegen Monster. Bei The Forest spielen wir gegen Ureinwohner. Und hier... Man merkt es vielleicht, Alter, ist das laut gerade und windig. Moment. Alter Finne, hier spielen wir auf jeden Fall gegen die Natur selbst, denn wir sind irgendwo in der Wildnis abgestürzt mit dem Flugzeug in der kanadischen Wildnis und müssen schauen, dass wir irgendwie hier überleben können. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Nahrung, wir brauchen vor allen Dingen Wärme, also Klamotten und Feuer. Und wie man bereits sieht, hier treiben sich Wolfsrudel rum. Ein kleiner Wolf läuft ja gerade durchs Bild. Und naja, wir werden sehen, wir müssen die Wälder erforschen. Wir müssen gucken, wo wir uns befinden. Wir starten random irgendwo im Wald und müssen uns alles zusammenklauben, was wir kriegen können, nur um hier irgendwie zu überleben. Das dürfte lustig werden. So, und wir starten als männlicher Mann. Man kann später auch als frauliche Frau spielen. Momentan geht nur Mann, aber der hat auch eine feminine Seite. Das gleicht es natürlich wieder aus. Und wir starten am Mystery Lake. Mehr gibt es hier leider momentan noch nicht. Später kommt hier noch was dazu. Aber wir starten hier am Mystery Lake. Und auf einmal wurde es sehr, sehr ruhig. Ein mysteriöser geomagnetischer Sturm hat dein Flugzeug zum Absturz gebracht in der nördlichen kanadischen Wildnis. Die Frage ist nicht, ob du überleben kannst, sondern wie lange du überleben kannst. Und hier sind wir jetzt also irgendwo gelandet oder gestrandet in irgendeiner Höhle, wie es aussieht. Ist das jetzt unsere Heimatbasis hier quasi? Okay, wir gehen einfach mal los. Wir haben, es ist 18.29 Uhr, das heißt, es ist abends. Es ist ungefähr minus 8 Grad Celsius und momentan geht es uns ganz gut, aber die Kälte steigt uns fühlbar in die Knochen. Und wie man sieht, momentan verbrauchen wir 182 Kalorien pro Stunde. Unser Kaloriencounter geht langsam runter. Und wir müssen uns natürlich dringend was zu essen organisieren. Aber wir müssen uns auch dringend Klamotten organisieren, weil es ja einfach momentan arschkalt ist. Und wir sind hier mitten irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht wo. Oh, wie schön das einfach aussieht. Einfach in den Schnee legen, nach oben schauen und sterben. Langsam einschlafen. Aber das ist natürlich keine Option für uns. Immerhin ist es ja ein Survival-Game. Wenn es ein Die-Game wäre, wäre es natürlich nach 2 Minuten vorbei. Erfolgreich gelöst, aber das wäre natürlich wenig herausfordernd. So. Wir gehen hier mal in eine Talsenke. Der Schritt beschleunigt sich bergab natürlich. Und kommen hier... Ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen. Da hinten ist Schneekoppe. Oder die Zugspitze, ich weiß es nicht genau. Befindet sich ja alles in Kanada. Alle größeren Berge, die man kennt, sind immer in Kanada. Zugspitze, Schneekoppe, der Brocken, alles. Mount Everest. Boah, wie schön der Himmel einfach ist. Tut mir leid, das sieht einfach ein bisschen aus wie gemalt, was es wahrscheinlich auch ist. So, wir kommen an einen See. Zumindest links sieht man das gefrorene Eis bereits. Und wir kommen tatsächlich an eine Siedlung ist es ja nicht. Das sieht mehr aus wie so ein paar Häuser. Am Mystery Lake. Ich vermute mal, es handelt sich um Angelhäuser oder irgendwas. Oder um irgendwelche Wochenendhäuser. Okay, ich traue mich nicht übers Eis. Boah, wie schön. Das sieht echt aus wie ein Gemälde. Muss man wirklich mal sagen. Oh oh. Ich sehe einen Wolf. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, was wir dabei haben, aber ich bin sicher, eine Knarre gehört da nicht zu. Boah, wie geil das einfach aussieht, bitte.
Und ich würde gerne zu den Häusern gehen. Das Problem ist nur, ich hoffe, der Wolf geht nicht ganz zu den Häusern. Ich schau mal eben, was wir dabei haben. Wir haben mit Sicherheit Streichhölzer, Jeans, tralala, ein paar Bandagen, ein Brandbeschleuniger, aber wir haben natürlich keine Waffen da. Der Wolf geht in Richtung der Häuser. Huch. Und biegt jetzt scharf ab in die andere Richtung. Sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie der unsere Witterung aufnehmen kann, ob er das überhaupt kann. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht herausfinden. Ich weiß auch nicht, ob das hier mit der Windrichtung zusammenhängt oder sonst irgendwas. Denn wie gesagt, wir kämpfen hier ja nicht gegen Zombies oder Eingeborene, sondern wir kämpfen hier tatsächlich nur gegen die Natur. Und dementsprechend wird man wahrscheinlich auch in diesen Häusern nicht allzu viel finden, was uns hilft. That'll come in handy. Ein bisschen abgelaufenes Beef Jerky. Die Condition darunter sagt immer, in welchem Zustand die sind. Bei 34% ist die Chance eigentlich relativ hoch. Huch, hat gerade geknarzt irgendwas. Ist die Chance relativ hoch, dass wir eine Lebensmittelvergiftung kriegen. Wir könnten das zwar mitnehmen, aber ganz ehrlich, ich will mich nicht unbedingt vergiften. Zumindest solange ich, weißt du was, ich nehme das mal mit. Vielleicht finden wir noch irgendwann so ein Gegengift oder sonst irgendwas. Und wenn wir dann wirklich mal starken Hunger haben, man weiß ja nie. I could use this. So, Scrap Metal. Bits and Pieces, aha, mhm. Bestimmt für zum Reparieren. Und ein Nähkit, was wahrscheinlich auch zum Reparieren ist von irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel die Sachen, die wir anhaben, haben ja auch nur Condition. Wahrscheinlich kann man die damit dann aufwerten. Im Bett schlafen bringt uns momentan relativ wenig. Wir können auch nicht hier bleiben, einfach so im Haus rumsitzen, weil wir brauchen Nahrung und wir brauchen Klamotten. Und wo wir Nahrung herkriegen, habe ich ehrlich gesagt... Ich habe Angst vor dem Wolf. Habe ich ehrlich gesagt momentan noch nicht so die Ahnung von. Und wenn wir Klamotten herkriegen, mit ein bisschen Glück random hier in irgendwelchen Häusern. Hope nobody needs this anymore. So, eine Zeitung, dann, die kann man bestimmt anzünden später. Ah, ein Brecheisen. Damit kann man abgeschlossene Behältnisse öffnen. Ist allerdings keine Waffe wie sonst immer. Eine Bandage. Ich möchte mal denjenigen sehen, der wirklich in freier Wildbahn... Oh, 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 Stiefel. What have we here? 41% Zustand ist nicht so super, aber egal. Wir brauchen Stiefel, weil die uns ein bisschen wärmen. Wir haben momentan die Basic Boots. Die sind bei plus 0,9 Grad und die... Plus 0,8. Scheiße, die können wir genauso gut hier lassen. Ich nehme die vorsichtshalber trotzdem mal mit, weil momentan haben wir noch ein bisschen Platz im Inventar. Und Holz für Feuer. Sehr gut. So, da... Da Holz nur brennen muss, hat das natürlich immer 100% Qualität. Hier drin ist nichts, ne? Ist sehr dunkel hier. Hier drin war auch nichts. Das Regal ist auch abgeklappert. Naja, hier ist irgendeine alte Tasse. Dann gehen wir mal weiter. Ein Haus bleibt uns noch und ein paar Waren auf dem See, aber es ist schon spät. Das Problem an der Uhrzeit... Alter. Das Problem an der Uhrzeit ist... Ich glaube, wir können nicht einfach so schlafen gehen. Ich glaube, das Hungersystem ist noch nicht so richtig gebalanced, würde ich mal sagen. Denn, na, hier, ah, ein Brandbeschleuniger. That'll come in handy. Ja, ein Brandbeschleuniger und hier ist ein Sofa, was ist das? Pork and Beans, ah, sehr gut. Was zu essen in guter Qualität. So, wenn man schlafen will, ist das Problem. Man kann eine Stunde schlafen, das kostet 100 Kalorien. Pro Stunde kostet es 100 Kalorien, was wirklich sehr, sehr krass ist. Also wenn ich jetzt von 19 Uhr bis 5 Uhr durchschlafen will, kostet uns das 1000 Kalorien, bis wir die wieder drauf haben. Das ist, boah, das ist fast schon, also zu viel schlafen ist ja quasi Selbstmord. Und die Kalorien, wir müssen ja nicht nur essen, sondern wir müssen auch ganz viel trinken. Die Musik. Oh. Scheiße! Nein! Oh, wir haben den Wolf abgewehrt. Das Problem ist aber, wir sind verwundet. Scheiße. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Fuck.
Blood Loss, Infection Risk. Okay, wir haben Blut verloren, wir haben Infektionen. Wie man sieht, das Spiel ist tatsächlich... Also gerade am Anfang ist es schon etwas härter. Wir brauchen eine Bandage und wir brauchen Antiseptikum. Okay. Wo kriege ich... Wir haben beides nicht, ne? Wir haben zwar eine Bandage, aber Antiseptikum weiß ich gar nicht. Doch, wir haben Antiseptikum. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. So. Eieiei, wir verlieren Blut gerade. Und dann noch eine Bandage drauf. So, beides gestoppt, Gott sei Dank. Alter Schwede. Das Problem ist nur, ich kann nicht aus dem Fenster gucken, ob der Wolf da ist. Und der ist bestimmt da. Und wir können ja nicht drin bleiben. Scheiße. Ich renne jetzt hier einfach übers Eis. Ich habe natürlich wenig Lust einzubrechen. Aber noch weniger habe ich Lust, als Wolfsfutter zu enden. Hier sind noch verschiedene Fischerhütten. Und ich kann noch nicht durch die Nacht laufen. Ich sehe nichts. Ich habe kein Licht für die Nacht. Ich bin eigentlich voll am Arsch, möchte ich mal behaupten. Ich habe keine Ahnung, wie mein Zustand gerade ist. Ich glaube, bei 70% sind wir jetzt. Oh. Eine Okay. Wurde vielleicht auch von Wölfen angegriffen, man weiß es nicht. Ja, was Warmes. Ich habe keine Ahnung, ob der Wolf jetzt wirklich abgehauen ist oder ob der wiederkommt. Es ist 20 Uhr. Wir müssen wirklich gucken, dass wir irgendwo unterkommen. Wir haben schon so ein Ding an. Scheiße. Und der hier hat plus 0,2. Den können wir gleich wieder wegschmeißen. Scheiße. Die Kälte steigt an. Da drüben sind noch Häuser. Da würde ich gerne hingehen. Scheiße, wir müssten eigentlich echt schlafen. Aber ich weiß nicht genau, ob wir die Nacht durchschlafen können. Hallo? Mist, jetzt hänge ich hier irgendwo ran fest. Scheiße. Ich habe ehrlich gesagt beim Wolfsangriff schon gedacht, ist vorbei. Die erste Runde ist direkt schon nach 3 Stunden oder was wir überlebt haben, schon vorbei. Das wäre natürlich richtig low gewesen, aber ganz ehrlich, ich sehe momentan ein bisschen schwarz. Es ist viel zu dunkel. Wir haben sehr wenig Ausrüstung. Ich kann nur mutmaßen, dass da eine Tür vorne ist. Irgendwo kommt hier Licht durch die Fenster. Ich habe keine Ahnung, woher. Das sind aber hoffentlich nicht die Hütten, wo wir schon waren, oder? Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich glaube, es sind genau die Hütten, wo wir schon waren und ich sehe momentan überhaupt nichts. Scheiße. Der Wolf hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, ich mache gleich mal meine Schreibtischlampe aus, damit ich überhaupt wieder was sehe. So, habe ich jetzt mal ausgemacht gerade, damit ich mehr Dunkelheit auf dem Monitor sehe. So, wir müssten theoretisch schlafen. In der Praxis ist das echt scheiße. 800 Kalorien. 900 Kalorien bräuchten wir, damit wir das überleben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, so lange zu schlafen. Und wir sind durstig. Okay, wir haben 11 Stunden überlebt. Ach du Heiliger. Was haben wir denn zu trinken? Haben wir Wasser? Water haben wir gar nicht. I need snow if the hypothermia wouldn't kill me. Ja. Schnee können wir natürlich auch... Haben wir noch nichts zu trinken gefunden? Sag mal, willst du mich verarschen? Wir haben nichts zu trinken. Das ist doch wohl nicht wahr. Das Problem ist, Durst tötet uns sehr schnell. So. Ein anderes Problem ist, dass wir quasi kein Feuer machen können.
Hier ist auch viel zu windig für ein Feuer gerade. So, ich mach mal eben Folgendes. So, die Morgensonne sieht der Abendsonne verdächtig ähnlich, aber das ist mir eigentlich gerade ganz egal. Ich hoffe, wir werden nicht verdursten. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Unser Zustand ist momentan noch bei 100%, das heißt, wir haben uns eigentlich wieder erholt heute Nacht. So, hier geht's rein und hier haben wir einen Ofen. Fischerhütten haben immer einen Ofen. Eigentlich, um das Angelloch warm zu halten. So. Bitte, 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 bitte funktioniere. Bitte, 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 bitte funktioniere. 50%ige Chance, dass es funktioniert. Komm schon, komm schon. Oh, fuck. Okay, also nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon. Nur ein Feuer. Nur ein Feuerchen. Bitte, 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 bitte. Ja, sehr gut. Okay, wir haben einen Skillpoint gekriegt. Ich hoffe, es sind keine Wölfe in der Nähe. Das ist zum Glück die Morgensonne. Das heißt, wir sind kurz vor Tagesanbruch. Und wir müssen jetzt dringend gucken, dass wir mit dem Ofen können wir Schnee quasi, 3 Liter, einschmelzen oder Wasser abkochen. Wir können auch Essen kochen, wir haben momentan aber keins zum Kochen. Das heißt, ich schmelze jetzt mal, ich versuche mal 1 Liter Schnee einzuschmelzen. Und das Feuer wird gleich ausgehen. Wir haben jetzt... So, das Feuer wird gleich ausgehen, weil das durch die Schneeschmelze schneller... Oh, hier kann man ja gucken. Ah, hier gibt es tatsächlich was drin. Ich habe gerade nur nach dem Ofen geguckt. Wir haben jetzt quasi Wasser. Das Problem ist einfach nur, das Wasser, was wir haben, ist unsafe. Das heißt, wir müssen das Wasser auch nochmal abkochen. Okay, wir haben leider keinen Tinder. Das heißt, wir haben 0% Chance, dass das hier funktionieren wird. 0% Chance. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach das Unsafe Water. Hauptsache, wir verdursten nicht. Wir kippen uns das rein. Irgendwie werden wir vielleicht... Vielleicht werden wir überleben. Ich weiß es nicht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hunger haben wir jetzt. Durst haben wir gar keinen mehr. Dafür haben wir jetzt Hunger. Oh Mann. Und wir haben zwar eine Dose mit Krams. Beef Jerky ist... Das ist alles abgelaufen irgendwie, habe ich das Gefühl. Pork and Beans könnten wir essen. Wir haben aber keinen Dosenöffner. Wir könnten es natürlich smashen, aber da geht natürlich Essen verloren. Und ich will kein Essen verlieren. Vielleicht überleben wir noch ein bisschen. Halt! Bevor wir weitergehen, gucken wir hier natürlich auch alles durch. Die ganzen Fischerhütten jetzt erstmal. Ja, eine Hose! So. Streichhölzer, sehr gut. Nichts, das ist nicht so gut. Da hinten ist noch eine Fischerhütte. Da, ich sehe rechts einen Wolf da rumschleichen und da ist noch so ein Reh oder Hirsch oder was das war. Aber momentan haben wir eh keine Waffen. Ich laufe mal lieber ein bisschen, damit uns wärmer wird. Wir haben momentan keine Waffen, das heißt, wir sind eh komplett wehrlos und wir können uns auch kein Fleisch von Tieren organisieren. Oder vielleicht einen Pelz oder ich weiß nicht genau, was man da alles machen kann. So, hier haben wir auch wieder einen Ofen drin. Das soll uns vielleicht merken, ich weiß es nicht. Da ist nichts. Alles leer, das darf doch nicht wahr sein. Da hinten ist noch ein Haus. Und wir frieren mal wieder. Also bis jetzt hatten wir keinen guten Start, sage ich mal, in unser Abenteuer. Aber ich glaube, schon wenn man mit einem Flugzeug in der kanadischen Wildnis abstürzt, ist der Start eher bescheiden. Ich hatte gerade bei der Musik ehrlich gesagt Angst, dass da wieder ein Wolf rumlungert. Deswegen habe ich die Beine ein bisschen in die Hand genommen und bin in die andere Richtung gelaufen.
das wieder so ein... Das ist ein größeres Haus als die anderen, ne? Das sieht zumindest größer aus und da ist ein... Was ist denn da dran? Ein Schilder? Mystery Lake. Der See, auf dem wir hier die ganze Zeit rumlaufen. Kein Wolfsgeheul. Camp Office. Hier wird es doch bestimmt ein Telefon geben oder vielleicht noch Überleben oder irgendwas, wobei... Ganz ehrlich, so wenige Leute, die wir bisher gesehen haben, zweifle ich daran, dass es hier überhaupt irgendwas Lebendiges gibt, außer Tiere. So, ich gehe mal rein. Camp Office. Okay, hier drin ist ein bisschen größer, wie es aussieht. Eine Zeitung, die brauchen wir, um Feuer zu machen. Hope nobody needs this anymore. Na, ich glaube nicht. So, Feuerholz und... Eine weitere Zeitung, sehr gut. Und ein Drawer. Wir durchsuchen natürlich erstmal alles. Wie warm ist es denn in diesen Häusern? Feels like 2 Grad. Alter, wir brauchen dringend was zu essen. Was zu trinken, sehr gut. Huch, hab ich durchsucht, gut. Condition 35% können wir gleich drin lassen eigentlich. Oder? Huch. Ach, wir können da selber was reinlegen. Ach so. Beim ersten Mal durchsucht, aber beim zweiten Mal kann man selber noch Sachen reinlegen. Wenn man zum Beispiel, da können wir uns eine Schublade für Stiefel machen, beziehungsweise die Schublade fast nur 5 Kilo. Da müssen wir vielleicht gucken, dass man sich die Sachen irgendwie aufteilt. Hier so ein Erste-Hilfe-Kasten ist auch super. Ah, was zu essen. Sehr gut. Ich glaube, das traue ich mich auch mal, weil wir müssen eh was essen. Beef Jerky traue ich mich eher nicht. Candy Bar, 66%. 200 Kalorien, ist nicht viel, aber soll für den Anfang reichen. Da hatten wir gerade noch einen Ofen. Eine Bandage. Oh, ein Dosenöffner. Ja, ein Dosenöffner. Juhu, der Dosenöffner. Gott sei Dank. Damit können wir auch Essensdosen öffnen. Wir haben zwar nur eine dabei bisher, aber man weiß ja nie. So, da ist nichts drin. Streichhölzer, sehr gut. So. Da steht noch irgendwas im Regal. Das sieht aus wie Brandbeschleuniger, jawohl. I could use this. Eigentlich kann man sich hier doch super einrichten in dem Haus, oder? Ich meine, wenn man die Dingens, die Schubladen benutzen kann, hier gibt es ja auch einen Ofen. Das heißt, wir können da eventuell auch kochen und Wasser einschmelzen und sowas. Oh. Oh. Ich habe mich gerade eben ein bisschen erschrocken. What have we here? Wasserflasche, sehr gut. Condition 100%, 0,5 Liter. Eine Wasserflasche wird uns vielleicht nochmal den Arsch retten. Und wir finden sogar mal was anzuziehen. Man glaubt es gar nicht. Oh, Baumwollunterwäsche, ein Traum. Looks like this has been here a while. Und eine Jeans. Eine Skijacke. 37%, aber ist ja egal. Wollsocken. Das ist ja... Das ist ja ein Traum. Was liegt... Painkiller, super. Schmerztöter werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal brauchen. Der Schmerz der Einsamkeit nagt an mir. So, ansonsten da ist leer. Hier haben wir noch einen Ofen. Da können wir sogar mit Pfannen und sowas. Das ist ja super. Welcome. Mhm. Ich glaube, er ist der einzige Mitarbeiter und der wirkt irgendwie demotiviert. Okay, wir haben Sachen bekommen, wie zum Beispiel ein Basic Woolhead 0,8. Haben wir momentan überhaupt eine Mütze auf? Wir haben tatsächlich schon... Baumwollunterwäsche an, aber mit 0,3 Grad. Ich mache jetzt mal diese hier. Können wir die irgendwie fixen? Muss ich gleich mal gucken, wie das geht. Eine Skijacke haben wir auch. Plus 0,7 Grad. So, wir haben eine Jeans mit plus 0,5. Und eine mit plus 1. Und wir haben Hunger. Ich höre gerade meinen Magen. Pork and Beans. Wir haben jetzt den Dosenöffner, das heißt... Wir können die einfach essen. 51% hat der Dosenöffner noch. Und wir haben jetzt einfach uns...
Wir haben uns einfach mal eine Dose reingezwitscht. Alter, eine Dose. Von einer Dose wäre ich satt. Sagen wir mal, zwei Dosen wäre ich satt, aber dann wäre das Ding doch jetzt hier hinten irgendwo. Viel Fraß. Okay. Ansonsten... Alter, wenn du wirklich so viel essen musst, dann sehe ich aber schwarz, dass wir genug finden. Water Portable, sehr gut. Safe to drink. Wollsocken würde ich gerne anziehen. Plus 1 Grad. Arbeitsstiefel. Plus 0,8. Und wir haben momentan was für Stiefel an? Basic, ne? Basic Boots. Mit 0,8. Die nehmen sich also nicht viel. Okay. Bandagen haben wir dabei. Ein Schlafsack. 20 Streichhölzer. Mir knarzt es ab und zu mal. Prybar. Ein Soda. Wir brauchen dringend was zu essen. Und vor allen Dingen scheinbar, wir brauchen scheinbar viel zu essen. Denn der junge Mann hat offensichtlich einen ganz außergewöhnlichen Appetit. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo wir was zu essen herkriegen sollen.